Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, geht es heute um das Thema Ernährung, und zwar Ernährung in der Diät. Speziell, wie ernähre ich mich, wenn ich sage, ich will jetzt eine längerfristige Diät starten und mich auf an Tag X hin vielleicht auch vorbereiten. Das gilt jetzt nicht unbedingt nur dafür, aber so habe ich mich beispielsweise auch in meiner Wettkampfdiät ernährt, und so sollte, man sollte auch keinen Unterschied machen. Also ob ich das jetzt Wettkampfdiät nenne oder Minicut oder Crashdiät, was nicht so empfehlenswert ist, aber ne, ihr wisst schon, eigentlich macht das keinen Unterschied. Darauf, worauf es ankommt, ist das Kaloriendefizit, das Heilige, und das erreiche ich mit den Lebensmitteln, die ich euch jetzt zeigen werde. Ich habe jetzt vorhin eingekauft und bin eigentlich auch gerade zur Tür reingekommen. Ihr seht es vielleicht schon, ich bin ein bisschen noch müde, Augenringe sind am Start. Ich habe auch noch nichts gegessen, es ist schon nach 1 Uhr, es ist schon fast 2, oh mein Gott. Naja, aber jetzt sind auch Klausuren vorbei und jetzt kann man auch ein bisschen ausschlafen, deswegen bin ich einfach noch nicht dazu gekommen zu frühstücken und habe lieber das Zeug vorher erledigt. Ich war beispielsweise auch eine Batterie kaufen, weil meine Waage leer war seit schon einer Woche und ich immer wieder versucht habe, doch nochmal was aus ihr rauszukitzeln, energietechnisch, aber jetzt ist sie komplett tot. Und bevor mir mein Coach den Kopf abreißt, dachte ich, ich kaufe mal eine Batterie. Gut, aber jetzt zum Thema. Und zwar habe ich hier die Tasche voller Essen und wir gucken einfach mal rein. Vorneweg, ich habe natürlich nicht alles eingekauft, was ich so esse, weil viel hatte ich auch noch da. Einiges hatte ich noch da, nicht viel, aber nichtsdestotrotz war das doch ein relativ großer Einkauf. Wir fangen am besten gleich an. Und zwar das Erste, was mir ins Auge springt, ist natürlich Wassereis, Leute. Ich liebe einfach Wassereis. Und es darf nicht, also es darf bei mir auf keinen Fall fehlen in der Diät. Hat einfach verhältnismäßig wenige Kalorien und schmeckt ultra lecker. Natürlich, ich bin halt ein bisschen zuckersüchtig. Da braucht man halt ab und zu mal seine Droge. Und da kann halt ganz gern mal auch Sorbet oder halt Wassereis herhalten. Und für den kleinen Heißhunger zwischendurch ist es auf jeden Fall die optimale Lösung für mich. Was auch ganz gut ist, für, wenn man mal was Süßes braucht, Obst. Ich würde hier auf etwas kaloriendichteres Obst zurückgreifen. Ich sag mal vielleicht weniger Bananen oder Ananas oder so Geschichten, sondern vielleicht mal eher einen Apfel. Aber auch Beeren oder hier so Nektarinen sind da eine sehr gute Alternative. Genau, dann haben wir Protein-Snacks, und zwar waren die im Angebot, kennt ihr bestimmt alle, der Ermann High-Protein-Pudding jetzt hier in Karamell, den gibt es natürlich auch in anderen Sorten, den gibt es auch in Schokolade, in Vanille. Super lecker und auch noch eine süße, kleine, Befriedigung. für zwischendurch dementsprechend ist das auch immer in meinem Einkauf dabei, irgendwas in der Richtung. Manchmal ist es auch einfach nur ein Skier und ich mache mir irgendwie ein paar Beeren rein oder so. Genau, dann kommen wir zu einer Sache, die mich auch schon anlacht. Werden viele wahrscheinlich denken, ist dieser Typ völlig behindert? Wie tief in der Diät muss er stecken, dass er sich sowas antut? Aber wir haben Harzer Käse, Leute. Und der ist wirklich super, super lecker. Ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich sage, hey, den snack ich auch gerne und nicht nur, weil er irgendwie ungefähr das proteinreichste Lebensmittel im Verhältnis zu Kalorien ist, das überhaupt existiert. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schmackhaft, wenn man sich dran gewöhnt hat, und ihr werdet mich, wie gesagt, jetzt für komplett verrückt halten, und ich kann es auch verstehen. Ich meine, es gibt nicht umsonst diese ganzen Harzer Käse-Challenges. Wie kann man ein Lebensmittel entwickeln, das nach Kotze, Scheiße und Pisse riecht, und Leute essen das auch noch. Aber mir macht das gar nichts, und hey, umso besser. Also so viel Protein in 200, also muss ich das mal geben, wir haben fast 60 Gramm Eiweiß, konkret 58 Gramm Eiweiß auf 240 Kalorien. Das ist insane. Also, sorry. Meiner Meinung nach gibt es da echt nichts Besseres. Dann haben wir Brokkoli. Mal zwei. Normalerweise hole ich mal den tiefgefrorenen. Die hatten aber irgendwie keinen da. Ich weiß nicht, ob ganz meins momentan auf Oldschool Diet ist oder was auch immer. Aber Brokkoli darf natürlich auch nicht fehlen. Vielleicht habt ihr es schon mal in meinen Insta-Stories gesehen. Ich habe im Prinzip zwei Mahlzeiten am Tag, zwei große und dann ein paar Snacks, wenn ich mal irgendwie Hunger habe oder in der Uni lange bin, mir dann ein bisschen was mitnehme. Und zwar ist es morgens mein Haferflockenkuchen. Und zwar
habe ich mir den vorher schon vorbereitet. Und der sieht so aus, Leute. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Er ist so lecker. Und er riecht so, so gut nach, wie so ein schönes Brot, so ein süßer Snack. Und wie heißen denn diese, so süße Stückchen mit Zimt? Ah, er schmeckt zwar nicht ganz so süß und spektakulär, aber wenn man ihn zum Beispiel mit, und da kommen wir auch schon zu, Apfelmark, die hatten jetzt hier im Netto leider auch nur dieses hier. Ich nehme eigentlich immer von Penny das, weil Penny auf dem Weg von meinem Gym nach Hause liegt. Und da gibt es halt diese großen Gläser und die haben, ja, ich glaube doppelt so viel und kosten noch nicht mal einen Euro. Also schon sehr, sehr gut. Und was halt das Optimale daran ist, es ist halt ein Aufstrich mit sehr, sehr wenig Kalorien. Also die haben jetzt, hat jetzt hier knapp, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, knapp 60 Kalorien auf 100 Gramm. Aber das Apfelmark zum Beispiel vom Penny hat, glaube ich, noch weniger, hat, glaube ich, 45 oder so, weil da sind halt wirklich nur Äpfel drin. Und wenn du 100 Gramm Apfel hast, dann bist du auch so bei 45 Kalorien. Wie auch immer, jetzt kommen wir zu den lecker krebserregenden Stoffen. Und zwar, oh, mein Baby, Aspartam, ich liebe dich. Ich könnte nicht ohne Aspartam leben, hier jetzt ein Schwipp-Schwapp, Hashtag not sponsored. Normalerweise bin ich eher ein Fan von Light Eistee, den gibt es da auch im Netto gegenüber. Jetzt in dem Netto war leider keiner. Und da hole ich mir dann immer gleich so ein Sixpack, dann habe ich erstmal für so 2 Stunden genug Aspartam. Und ja, läuft bei mir auch, also ohne Leitgetränke wird meine Diät auch einfach nicht funktionieren. Selbiges gilt auch hier für die guten alten Energy Drinks. Immer ja, eine ganz gute Möglichkeit vor dem Training oder einfach, wenn man irgendwie was Süßes trinken will, ein bisschen wach werden will. Ich nehme ja auch ab und zu mal morgens einen mit in die Uni mit, dass ich da jetzt nicht lange auf meinen Kaffee warten muss. Und meistens bin ich eh so kurz vor knapp, dass ich gar nicht mehr Zeit habe, den zu trinken, weil er dann nicht schnell genug auskühlt. Aber ja, deswegen Energy Drinks. Auch sehr lecker, Monster. Leute, Monster ist halt einfach das Beste, ich weiß. Booster können da nicht mithalten, Monster ist delicious. Und dann haben wir noch 2 Sachen. Und zwar haben wir hier einmal Zimt. Der zweite krebserregende Teufel. Ich wurde da heute in meiner Story drauf aufmerksam gemacht. Wenn du das Video guckst, weißt du, wer du bist. Ja, fühlt dich angesprochen. Aber ich denke nicht, dass die Person das gucken wird. Naja, sie hat gemeint, diese Person, dass ich doch lieber Ceylon-Zimt nehmen sollte, wenn ich 1, 2, 3 Gramm in meinen morgendlichen Haferflockenkuchen tue. Und da hat sie vollkommen recht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie dumm, sich dann aus dem Internet so 300, 400 Gramm Zimt zu kaufen. Kann es auch bestimmt sein, dass es den in kleinere Packungen gibt. Aber wenn man dann den sieht, der kostet halt 60 Cent und so eine Packung Ceylon-Zimt kostet halt safe ein paar Euro, wahrscheinlich eher auch zweistellig. Dann nimmt man doch lieber das Krebsrisiko in Kauf. Genau. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die guten alten klassischen Haferflocken. Die kommen auch immer morgens in den Kuchen, den ihr gerade gesehen habt, mit meinem Eiklar, das hier im Schrank ist, hier, der übrigens offen steht. Naja, und dann mische ich mir immer dieses Eiklar mit den Haferflocken und dem Zimt zusammen, rühre es um 2-3 Mal, lass es über Nacht im Kühlschrank stehen und mach's dann in die Mikrowelle am nächsten Morgen. Aber das habt ihr ja schon im letzten Video gesehen. Genau, und als letztes haben wir noch die Batterien, von denen ich vorher gesprochen habe. Ich könnte mich da wieder aufregen, aber das soll nicht Thema des Videos sein. Deswegen, ja, war es das jetzt eigentlich auch. Ich kann euch vielleicht noch kurz das Eiklar zeigen, das ich immer habe. Und zwar handelt es sich dabei um das Eiklar von Active Foods. Das gibt es da auf der Website, immer relativ gut reduziert. Ist natürlich dann auch nicht Freilandhaltung. Ja, es ist vielleicht auch nicht die beste Qualität, aber Leute, Eiweiß, pures Eiweiß zu einem echt akzeptablen Preis, vor allem wenn man es mal runterrechnet auf das Gramm Eiweiß. Also es gibt nichts Besseres und ich liebe halt diesen Haferflockenkuchen. Schaut doch nochmal an Johannes Lukas, der mir das vor gut 2 Jahren damals das erste Mal ja, offenbart hat. Und deswegen, das gibt es eigentlich jeden Morgen in der Diät. Ich glaube, am Ende der Wettkampfdiät letztes Jahr habe ich es irgendwann nicht mehr gemacht, weil der dann doch sehr viele Kohlenhydrate hatte und ich dann lieber eher auf was
Eiweißhaltiges für meine Kalorien umgestiegen bin, weil die dann doch ein bisschen mehr sättigen und ich auch nicht mehr so viel Kalorien frei hatte. Aber gut, so ist das. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal ans Frühstücken. Ich freue mich so unfassbar auf meinen Haferflockenkuchen, Leute. Wenn ich dran denke. Gut, also macht's gut, bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.